Die Bashkir Soda Company ist eines der größten Chemieunternehmen Russlands. Vor einem Jahr bekam die Firma die Erlaubnis, den Kalkstein am Berg Kuschtau zu fördern. Umweltschützer gingen auf die Barrikaden oder besser gesagt auf den Berg. Der Kuschtau ist 374 Meter hoch und liegt in der russischen Teilrepublik Baschkortostan. Dort musste der Nachbarhügel der Bergkette der Shishan bereits wirtschaftlichen Interessen weichen. Wer setzt sich also diesmal beim Kuschtau durch? Unser Russland-Korrespondent Juri Rischeto berichtet. Eine Perle der Natur und seit neuestem ein Symbol des Ungehorsams. Der Berg Kuschtau sollte Anfang des Sommers als billige Rohstoffquelle zur Herstellung von Soda ausgebeutet werden. Für Einwohner wie Fjodor Kuzmenko ist er aber viel mehr als nur ein grüner Hügel. Ich bin hier geboren. Meine Wurzeln sind hier. Der Kuschtau ist einer von vier freistehenden Bergen im Voruralgebirge. Der Blick von hier, von der höchsten Stelle von Kuschtau, ist einfach atemberaubend. Vor mehr als 230 Millionen Jahren gebildet, besteht der Kuschtau heute aus Überresten eines uralten Korallenriffs. In der Antike erstreckte sich der Ozean über dieses Gebiet. Seit den 1950er Jahren baut das baschkirische Soda-Kombinat hier Kalkstein ab. Von Kuschtaus Nachbarberg Schachtau ist mittlerweile nur noch ein Steinbruch übrig. Diese Bilder zeugen von einem massiven Eingriff in die Natur. Seit Jahrzehnten sagen wir Nein zu dieser Umweltzerstörung, aber es geht immer weiter, weil es billig ist, weil das Kombinat keine weiteren Kosten will. Gemeint sind die Kosten für die Erschließung alternativer Rohstoffe. Offenbar nimmt die Geschäftsleitung die Zerstörung der Natur lieber in Kauf. Wir wollen das Unternehmen mit solchen Vorwürfen konfrontieren. Doch ein Interview wird abgelehnt. Am 4. August rücken die Bagger an, um den Berg abzutragen. Seitdem lassen Fjodor Kuzmenko und seine Mitstreiter ihren Worten Taten folgen. Sie wenden sich an Russlands Präsident Putin und errichten ein Zeltlager, um den Berg zu bewachen. Der Widerstand ist in vollem Gange. Dann der 15. August. Die Polizei will das Lager gewaltsam räumen. Tausende Menschen wehren sich, kämpfen um ihren Berg. Die Lage eskaliert. Viele von uns wurden verhaftet, viele mussten mit einem Krankenwagen weggebracht werden. Dennoch besteht die Geschäftsleitung auf ihren Plänen. Als die Aktivisten die Führung der Republik Baschkortostan mitverantwortlich für die Umweltzerstörung machen, zieht der amtierende Ministerpräsident die Reißleine. Der Kuschtau soll als Naturdenkmal für immer geschützt werden. Die negativen Emotionen gingen durch die Decke. Eine Lösung musste dringend her. Dieses Umweltproblem gibt es ja nicht erst seit gestern. Es spaltet unsere Gesellschaft. Und jetzt ist der Dampf endlich raus. Und tatsächlich, Ende August zieht die Polizei ab. Für Fjodor Kuzmenko, die Symbolfigur des Widerstands, ein Riesenerfolg. Es heißt immer, die jungen Leute von heute taugen nichts. Stimmt nicht. Wenn es sein muss, können sie sich zusammenschließen und erfolgreich handeln. Am Ende ein Etappensieg für die baschkirische Zivilgesellschaft. Vorerst, denn solange die Behörden ihre Pläne nicht umgesetzt haben und Kuschtau auch nicht mit Unterschrift und Siegel Naturdenkmal ist, wollen sie hier ihren Berg weiterhin bewachen.